Reisen schneller als das Licht ist möglich, würde ein bahnbrechender Wissenschaftler sagen. Und hier ist der Beweis. Wenn du einen relativ starken Laser nimmst und ihn auf den Mond richtest, wirst du etwas ganz Besonderes sehen. Schon die kleinste Bewegung deines Handgelenks lässt den Punkt auf dem Mond über große Entfernungen reisen. Vielleicht sogar schneller als das Licht. Könnte das der Beweis dafür sein, dass diese Art des Reisens ein Teil unserer Realität sein kann? Ein konservativer Wissenschaftler, der sich an die Regeln der Physik halten will, der könnte argumentieren, dass dieser Trick gar nichts beweist. Schließlich ist der Fleck kein physikalisches Objekt. Also kann er sich nicht schneller als das Licht bewegen. Aber wenn es um Menschen geht, ist das eine ganz andere Geschichte. Aber ein leidenschaftlicher, bahnbrechender Wissenschaftler wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Denn in den letzten Jahren haben wir einige ziemlich überraschende Beweise dafür gesammelt, dass das Reisen mit Lichtgeschwindigkeit nicht nur ein Traum bleibt, sondern in greifbarer Nähe liegt. Also, wer hat recht? In diesem Video erfährst du es. Welche physikalischen Phänomene könnten es uns tatsächlich ermöglichen, die Lichtgrenze zu durchbrechen? Warum könnte eine Reise in einem Star Trek-Schiff sich in der Realität in eine Atombombe verwandeln? Und warum ist Überlichtgeschwindigkeit keine echte Zeitreise und führt nicht zu Paradoxa? Mit anderen Worten, welche wissenschaftlichen Schlupflöcher werden uns helfen, das Licht zu überholen? Albert Einsteins Relativitätstheorie besagt, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Grenze ist, die nicht überschritten werden kann. Aber wenn du es trotzdem versuchen willst, lass uns Einsteins Formel in Erinnerung rufen. E ist gleich m mal c zum Quadrat. Dank dieser Formel wissen wir, dass die Masse umso größer wird, je schneller du beschleunigst. Und desto mehr Energie brauchst du für die weitere Beschleunigung. Es spielt keine Rolle, wie groß deine ursprüngliche Masse ist, denn wenn du dich der Lichtgeschwindigkeit näherst, wird deine Masse unendlich groß. Deshalb brauchst du eine unendliche Menge an Energie, um dich weiter zu bewegen. Die einzige Möglichkeit, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen, besteht also darin, eine Masse von Null zu haben. Das wird die Menschheit aber eher umbringen, als ihr zu helfen, die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Aber wir können 6 Millionen Abonnenten erreichen, ohne Masse zu verlieren. Dein Abonnement wird ausreichen. Aber halt, der bahnbrechende Wissenschaftler schlägt vor, einen Blick auf die Galaxie GNZ-11 zu werfen. Wir wissen, dass das Licht der Galaxie 10 Milliarden Jahre brauchte, um die Erde zu erreichen. Das bedeutet, dass sie 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Bei der Galaxie GNZ-11 sind die Dinge jedoch nicht ganz so, wie sie scheinen. Das Licht brauchte 13,4 Milliarden Jahre, um die Erde zu erreichen. Und dennoch, die tatsächliche Entfernung, die diese Galaxie von uns trennt, sind 32 Milliarden Lichtjahre. Wie ist das möglich? Hat die Galaxie GNZ-11 also das Licht überholt und sich 18 Milliarden Lichtjahre weiter bewegt? Die Masse der gesamten Galaxie kann doch nicht gleich Null sein. Und wenn sie sich schneller als das Licht bewegen kann, dann können wir das vielleicht auch? Aber der konservative Wissenschaftler widerspricht schnell. Es ist nicht die Galaxie, die das Licht überholt hat, sondern die Ausdehnung des Raums selbst zwischen uns. Da sich das Universum in den letzten Milliarden Jahren beschleunigt ausgedehnt hat, ist die Galaxie GNZ-11 so weit von uns weggedriftet. Mit anderen Worten, die Masse ist immer noch ein großes Problem. Doch in Wirklichkeit bestehen wir nicht so sehr aus Masse wie aus Energie. Wenn wir uns ein Atom ansehen, ist fast die gesamte Masse im Kern konzentriert, der aus Neutronen und Protonen besteht. Diese wiederum bestehen aus Quarks, die Masse haben. Wenn du jedoch die Masse der Quarks in einem Atom zusammenzählst, ist sie viel geringer als die Masse des gesamten Atoms. Woher kommt also der Rest? Tatsächlich ist es die Energie der starken Kernwechselwirkung, die die Quarks trotz ihrer ständigen chaotischen Schwingungen zusammenhält. Stell dir vor, du trägst einen Sack mit deinem Fang nach einem erfolgreichen Angelausflug. Wenn der Fisch stark zappelt, ist es schwieriger, ihn zu tragen. Jedes materielle Objekt besteht also hauptsächlich aus Energie und nicht aus reiner Masse. Und diese Energie wiederum hat irgendwann einmal überhaupt nicht existiert. Stell dir einen Raum vor, in dem alle Teilchen keine Masse haben und sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. So war das neugeborene Universum.
Aber als die Temperatur allmählich sank, begannen die Teilchen abzukühlen und sich zu verdichten. Das ist so, wie wenn du im Winter in einem kalten Auto fährst. Der Dampf deines Atems kühlt ab und kondensiert als Wasser an der Scheibe. Im Universum geschah dies jedoch in einem viel größeren Maßstab. Dieses Phänomen nennt man das Higgs-Kondensat. Ich höre schon die bahnbrechenden Wissenschaftler, die vorschlagen, dieses Feld zu entkondensieren, um die Einsteinschen Geschwindigkeitsbegrenzungen loszuwerden. Denkst du, wir sollten das in Betracht ziehen? Nun, so einfach ist das leider nicht. Unter solchen Bedingungen würdest du dich einfach in Dampf verwandeln oder genauer gesagt, du würdest einfach verschwinden. Denn ohne reine Masse wäre die starke Kernwechselwirkung nicht in der Lage, deine Quarks zusammenzuhalten. Selbst für ein solches Ziel ist das Opfer zu groß. Suchen wir also lieber nach einer etwas sichereren Alternative. Albert Einstein hat zwar verboten, dass irgendetwas schneller als das Licht wird, aber er hat uns eine Ausweichmöglichkeit gelassen. Wurmlöcher oder Raumtunnel, die entfernte Ecken des Universums direkt miteinander verbinden. Aber wir sind nicht Einstein, also können wir dir nicht verbieten, unseren Kanal zu abonnieren, zumal wir das gemeinsame Ziel von 6 Millionen Abonnenten anstreben. Theoretisch könntest du dich also mit ihrer Hilfe fast augenblicklich von einem Teil des Weltraums in einen anderen bewegen, mit unbegrenzter Überlichtgeschwindigkeit. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge sind Wurmlöcher durchaus möglich, wenn es neben den drei Raumdimensionen und einer Zeitdimension eine fünfte Dimension mit einer hohen Konzentration von Quantenfluktuation gibt. Dann könnten wir in Zukunft, wenn unsere Zivilisation weit genug fortgeschritten ist, Wurmlöcher so benutzen, wie wir heute die U-Bahn benutzen. Aber die Sache ist die. Niemand hat die fünfte Dimension je gesehen. Und selbst wenn sie existiert, ist völlig unklar, ob die Menschheit jemals in der Lage sein wird, die negative Energie zu kontrollieren. Ohne sie würde sich die Reise durch ein Wurmloch anfühlen, als würde man durch einen Fleischwolf gedreht werden. Das liegt daran, dass alle Teilchen, die in ein Wurmloch eintreten, auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und nichts sie davon abhält, mitten im Flug auf dich zu stoßen. Der größte Nachteil von Wurmlöchern ist jedoch, dass du nur mit Lichtgeschwindigkeit relativ zu dir selbst reisen kannst. Außerhalb des Wurmlochs vergeht die Zeit jedoch wie gewohnt. Das heißt, während für dich drinnen vielleicht nur eine Sekunde vergeht, könnten in der Außenwelt Tausende von Jahren vergehen. Es könnte also sein, dass niemand deine überlichtschnelle Reise bewundern wird, wenn du zurückkehrst. Zum Glück schlägt der bahnbrechende Wissenschaftler einen realistischeren Weg vor, um mit der Lichtgeschwindigkeit zu reisen, die jetzt getestet wird, die Quantenteleportation. Stell dir vor, du hast ein paar Würfel, die immer die Nummer 8 ergeben. Wenn also ein Würfel eine 5 würfelt, kannst du darauf wetten, dass der andere eine 3 zeigt. Ähnlich verhält es sich mit Elementarteilchen, die miteinander verschränkt sind. Selbst wenn sie durch riesige Entfernungen voneinander getrennt sind, behalten diese Teilchen ihre Eigenschaften bei. Und anhand des Zustands des einen Teilchens kannst du den Zustand des anderen genau vorhersagen. Abonniere, um fantastische Inhalte mit Lichtgeschwindigkeit zu erhalten. In der Physik nennt man dieses Phänomen die Quantenverschränkung. Dank dieser ist es möglich, Informationen mit Lichtgeschwindigkeit über weite Strecken zu übertragen. Professor Anton Zeilinger von der Universität Wien führte tausende solcher Experimente auf den Kanarischen Inseln durch. Die Quantenteleportation funktioniert jedoch nicht wie die Teleportationsgeräte aus Science-Fiction-Filmen, denn sie überträgt nicht das Objekt selbst, sondern Informationen über das Objekt. Dank verschränkter Teilchen können wir also Daten über ein Objekt an einem Ort erhalten und genau dasselbe Objekt an einem anderen Ort reproduzieren, wobei das erste Objekt verschwindet. Es ist durchaus möglich, dass wir in Zukunft mit Hilfe der Quantenteleportation auch Menschen transportieren können. Schließlich bestehen wir ja auch aus Teilchen. Wir müssen nur genügend verschränkte Paare bilden und sie in Teleportationskabinen rund um den Globus platzieren. Stell dir Folgendes vor. Du betrittst eine Kabine auf der Erde. Dort analysiert ein Computer den Quantenzustand deiner Teilchen, vergleicht sie mit den verschränkten Teilchen und sendet die Informationen an eine ähnliche Kabine. Dann beginnt ein Quantencomputer auf dem entfernten Planeten, deine genaue Kopie aus den verschränkten Teilchen zu reproduzieren.
Aber der konservative Wissenschaftler wird natürlich auf ein winziges Detail hinweisen. Ein Mensch besteht aus 7 Oktillionen Atomen. Das sind sogar mehr als die Sterne, die wir am Himmel sehen können. Und all diese Atome müssen nicht nur gescannt, sondern auch in der richtigen Reihenfolge an einem neuen Ort zusammengesetzt werden. Heute ist völlig unklar, wie man eine solche Menge an Informationen analysieren kann und wie lange das dauern wird. Dennoch ist sich der bahnbrechende Wissenschaftler sicher, dass zukünftige Technologien schließlich alle Probleme lösen werden und in Tausenden von Jahren wird die Quantenteleportation für unsere Nachkommen zur Routine werden. Und nicht nur das. Klingt das nicht zu weit hergeholt? Nicht für die Star Trek-Begeisterten. Der Physiker Miguel Alcubierre hat bereits 1994 das Gegenteil bewiesen, indem er die Zahlen zu einem echten Warp-Antrieb interpretierte, genau wie im Raumschiff Enterprise. Nach Alcubierres Vision würde dieses Gerät aus einer zentralen Zone mit einem stabilen Raum bestehen, in dem sich die Passagiere befinden würden. Hinter ihnen würde sich der Raum ausdehnen und den zentralen Teil nach vorne schieben, während sich der Raum vor ihnen zusammenzieht und sie mitzieht, wie eine Welle, die einen Surfer trägt. Auf diese Weise würden die Menschen in der zentralen stabilen Zone auf die Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und diese sogar übertreffen. Und das Wichtigste ist, dass ein solches Gerät nicht gegen die allgemeine Relativitätstheorie verstößt. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass es in Zukunft Realität wird. Aber hier kommt der konservative Wissenschaftler, der der ganzen Warp-Antriebsidee skeptisch gegenübersteht und uns unbedingt zur Erde zurückbringen will, weil völlig unklar ist, wie man praktisch so viel Energie für die Realisierung bekommen kann. Von Anfang an berechneten die Wissenschaftler, dass die Energie, die für einen Warp-Antrieb benötigt wird, die Energie des beobachtbaren Universums um das 10-fache übersteigen muss. Doch nur 3 Jahre später zeigten neue Berechnungen, dass nur die Energie von 3 Sonnen für den Warp-Antrieb ausreichen würde, was plötzlich machbarer klingt. Obwohl der konservative Wissenschaftler glaubt, dass diese Art von öffentlichem Transport eine Gefahr für die gesamte Galaxie darstellt, denn auf ihrem Weg wird die Raumblase die Photonen, auf die sie trifft, wie ein Schneepflug einfangen. Und bei einem plötzlichen Stopp setzen sie so viel Energie frei, dass sie mehrere Planeten zerstören können. Der Nebeneffekt einer Reise mit dem Warp-Antrieb ist also, dass du dich in eine Atombombe verwandelst. Der bahnbrechende Wissenschaftler wird jedoch argumentieren, dass die Explosion den Berechnungen zufolge vermieden werden kann, indem die Geschwindigkeit so weit reduziert wird, dass sie langsamer als das Licht ist. Früher oder später werden wir ein Gerät entwickeln, mit dem wir uns mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen können. Aber dann müssen wir uns einem viel globaleren Problem stellen als den technischen Schwierigkeiten beim Bau eines Raumschiffs. Denn die meisten Wissenschaftler neigen dazu zu glauben, dass diese lang ersehnten Reisen das Gefüge unseres Universums komplett zerstören können. Stell dir Folgendes vor. Dein Freund oder deine Freundin begibt sich auf eine Weltraumreise an Bord eines Raumschiffs. Mit 95% der Lichtgeschwindigkeit. Du bleibst derweil auf der Erde. Jetzt wollen wir dich in einem Raumzeitdiagramm abbilden. Die horizontale Linie steht für den Raum und die vertikale Linie für die Zeit. Die gelbe Linie im Winkel von 45 Grad ist die Lichtschranke. Dein Freund oder deine Freundin auf dem Schiff mit knappen Lichtgeschwindigkeit kann sie nicht überqueren. Bei der Verabschiedung wirst du sentimental und merkst, dass du dich tatsächlich verliebt hast. Also beschließt du, keine Zeit zu verlieren und schickst ihm oder ihr eine überlichtschnelle Kapsel mit einer Rose und deinem Geständnis. Aus deiner Perspektive wird die Kapsel die Lichtschranke horizontal durchqueren. Als man dein Geständnis erhält, ist man völlig verblüfft, da er oder sie deine Gefühle nicht teilt. Man beschließt, deine Überlichtgeschwindigkeitskapsel mit der Rose zurückzuschicken und macht dir den Vorschlag, Freunde zu bleiben. Das bricht dir natürlich das Herz, aber im selben Moment gerät das Universum buchstäblich aus den Fugen, denn die Ablehnung erreicht die Erde noch bevor du deine Nachricht abgeschickt hattest. Aber warum hat die Kapsel die Lichtschranke nicht waagerecht durchquert? Das liegt an der annähernden Lichtgeschwindigkeit, mit der sich das Raumschiff bewegt und es den Raum um sich herum verzerrt. Aus der Perspektive des Freundes, der Freundin, zeigt die horizontale Linie auf dem Diagramm also direkt in die Vergangenheit der Erde. Deshalb bekommst du die Antwort schon, bevor du den Mut hast, dein Geständnis abzuschicken.
Und hier kommt das Kausalitätsparadoxon, das nach den Annahmen der Wissenschaftler die Raumzeit selbst auslöschen kann. Aber der bahnbrechende Wissenschaftler glaubt nicht an diesen Fatalismus. Denn warum sollten wir uns darum kümmern, was aus der Perspektive unseres Freundes oder der Freundin passiert, wenn auf der Erde die Zeit weiterläuft wie immer? Ähnlich verhält es sich mit der Galaxie GNZ-11, die sich aus unserer Perspektive schneller als das Licht bewegt. Aber irgendwie bricht das Universum nicht zusammen. Und das alles nur, weil sich die Zeit in dieser Galaxie vorwärts bewegt, sodass keine Paradoxe entstehen. Und wenn du die Ablehnungskapsel bekommst, wirst du feststellen, dass die Rose nicht ganz frisch ist. Das bedeutet, dass die Zeit in der Kapsel vorwärts und nicht rückwärts gelaufen ist. Sonst würdest du einen winzigen Rosenspross oder sogar nur den Samen erhalten. Außerdem führte eine Gruppe wirklich bahnbrechender Wissenschaftler, Hainal Andreka, Judith Madaraj, Istvan Nemeti und andere, Berechnungen auf der bekannten Raumzeitskala durch, nur dass sie die allgemeine Relativitätstheorie verwendeten. Ihrer wissenschaftlichen Arbeit zufolge sehen Reisen mit Lichtgeschwindigkeit nicht wie gerade, senkrechte Linien aus und sind nicht mit Zeitreisen gleichzusetzen, wodurch das Kausalitätsparadoxon vermieden wird. Und mathematisch gesehen passt das alles zusammen. Aber auch die moderne allgemeine Relativitätstheorie kann keine exakten Antworten liefern, denn selbst Albert Einstein konnte sie nicht mit der Quantentheorie in Einklang bringen. Außerdem bleibt die Theorie der Quantengravitation für uns ein Rätsel. Der konservative Wissenschaftler glaubt, dass sie in Zukunft die Möglichkeit, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, völlig ausschließen könnte. Ihr aufgeschlossener Kollege hingegen glaubt, dass es genau das Gegenteil sein wird. Und die Entdeckung der Theorie der Quantengravitation wird die Realität der Überlichtgeschwindigkeit nur bestätigen und zur Entwicklung neuer revolutionärer Geräte führen, die uns schneller als das Licht befördern werden. Interessanterweise gibt es Hinweise darauf, dass solche Technologien bereits existieren, nur nicht hier. Das Pentagon veröffentlicht schon seit Jahren Videos von verdächtigen, unidentifizierten Flugobjekten. Was man über sie mit Sicherheit weiß, ist, dass sie sich unglaublich schnell bewegen. Die Situation eskalierte, als während einer Kongressanhörung im Juli 23 der US-Luftwaffenoffizier und ehemalige Geheimdienstler David Grush offen behauptete, dass all diese Objekte definitiv außerirdischen Ursprungs sind. Und wenn es sich tatsächlich um Raumschiffe handelt, die von anderen Zivilisationen gebaut wurden, dann haben deren Wissenschaftler zweifellos in der einen oder anderen Form die Überlichtgeschwindigkeit beherrscht. Denn nur so kann man Tausende von Lichtjahren zwischen den Sternen schnell genug zurücklegen. Können all diese Beobachtungen ein Signal für uns sein, dass es möglich ist, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen und dass wir nicht aufgeben sollten? Was denkst du? Wird die Überlichtgeschwindigkeit jemals mehr sein als ein Wunschtraum der Menschheit?